Und willkommen zu Let's Play Genderwende DNA Twister Extreme. Ja, wie ihr seht, ist dies nicht die offizielle englische Version. Es ist auch nur die englische Demo. Ich habe es noch nicht gekauft. Aber es ist eine deutsche Demo, wie ihr natürlich sehen könnt. Ja, ich muss dieses Projekt jetzt aufnehmen, weil ich mein das Windows hier noch reparieren muss und eine Sequenz bei Deponia nicht abläuft, also dort wo Folge 100 aufhört, das jetzt wahrscheinlich gestern herausgekommen sein sollte. Ja, ist dies das Ersatz-Let's Play, um die Zeit zu überbrücken, bis da alles wieder funktioniert. Und ansonsten läuft es nebenher weiter, also für alle, die... So, falls es funktioniert, läuft es nebenher weiter, ja. Als zweites Let's Play fangen wir mal an und drücken Start. Okay, klasse, setzt euch hin. Nun, da wir mit dem Großteil unseres heutigen Stoffs durch sind, kommen wir nun zur Blitzrunde. Das Scheitern der Blitzrundenfrage bedeutet das sofortige Durchrasseln des Kurses. Yale? Ja? Was ist der quadratische Koeffizient eines gebundenen Polypeptids im Fettgewebe eines gewöhnlichen Faultiers? Könnten Sie die Frage wiederholen? Ich sagte, was ist der quadratische Koeffizient eines gebundenen Polypeptids im Fettgewebe eines gewöhnlichen Faultiers? Nun, das ist, warte mal, warum zur Hölle bin ich ein Mädchen? Und was habe ich da überhaupt an? Beantworte die Frage, Yael, oder du fällst durch. Nun, ist nicht die Tatsache, dass ich plötzlich ein Mädchen bin, wichtiger als irgendeine dumme Frage zu beantworten? Es ist nicht wichtig. Das einzig Wichtige ist die Frage. Also beantworte jetzt oder du fällst durch. Ich bin so verwirrt, ich verstehe nicht, was hier abgeht. Jetzt habe ich vergessen, den Text am Anfang zu lesen. Egal, den konntet ihr ja selber lesen. In dem schlecht modifizierten Bild. Und ich habe auch nicht die Originalschriftart, also wäre das so oder so nicht möglich gewesen. Die Zeit ist um, Yael. Du bist durchgefallen. Nein! Ich kann nicht durchfallen. Das ist nicht fair. Kann ich nicht zumindest eine andere Frage probieren? Nein, du hast die Blitzrunde. Du hast in der Blitzrunde nur einen Versuch. Verlasse augenblicklich diese Klasse. Und es werden wegen vieler Hates, die auch auf Steam sind, die Kommentare für dieses Let's Play deaktiviert sein. Nein, ich, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Was zum Teufel war das für ein Traum? Ich war ein Mädchen mit enormen Brüsten und hatte das lächerlichste Outfit der Welt an. Verdammt, das war das letzte Mal, dass ich bis 3 Uhr diesen Valkyren-Webcomic lese. Das mache ich nie wieder. Mein Name ist Yael und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Student an einer Universität und abgesehen von dem verrückten Traum bin ich ein recht durchschnittlicher Typ. Ich bin zurzeit in meinem ersten Jahr an der Universität und ich studiere für ein naturwissenschaftliches Diplom. Ich bin außerdem Single und das nervt irgendwie, aber insgesamt läuft mein Leben ziemlich gut. Nun, ich denke, ich sollte mich besser in die Klasse begeben und keine Gedanken mehr an den Traum verschwenden. Ja, leider muss ich die Kommentare deaktivieren wegen diversen Hates, um nochmal darauf zurückzukommen. Aber eigentlich hätte ich gerne Übersetzungsverbesserungen in den Kommentaren, aber das wird nicht möglich sein. Ich werde sie wahrscheinlich eine Zeit lang mal aktivieren, aber wenn zu viel Hate kommt, werden sie deaktiviert. Weil das Spiel ist hin und wieder schon etwas sexistisch und so. Aber es ist eine ganz witzige Geschichte, darum geht es eigentlich.
Es ist 9 Uhr, also beginnen wir mit der heutigen Vorlesung. Unsere heutige Lesung konzentriert sich auf die Rolle der Ribosome. Eines der Fächer, die ich dieses Jahr studiere, ist Biochemie. Es ist kein besonders schwieriges Fach, aber die Menge an Hausaufgaben, die wir bekommen, ist irrsinnig. Ich bin nicht gerade der, der ständig seine Hausaufgaben macht. Nun gut, ich muss nur alles bestehen und das ist es, was zählt. Und damit endet die heutige Lesung. Stellt sicher, dass ihr die Modulfragen 3 bis 7 heute Abend gemacht habt. Ich werde euch bei der nächsten Vorlesung nach den Antworten fragen. Es wird 1% Abzug bei eurer Abschlussnote geben, wenn ihr eine Frage nicht beantworten könnt. Das wäre alles. Die Vorlesung war wirklich die langweiligste, die ich je erlebt habe. Den Traum, den ich heute Morgen hatte, wäre mir viel lieber gewesen, weil der zumindest ereignisreich war. Nun, das war schrecklich und Hausaufgaben habe ich auch noch. Ah, so eine Zeitverschwendung. Es ist nicht so, dass dieser Scheiß in der Abschlussprüfung drankommt. Es ist nur ein Grund, damit wir in den Unterricht gehen. Nun ja, das war zumindest alles, was ich für heute machen muss. Ich muss heute Nachmittag nur noch arbeiten gehen und dann habe ich Feierabend. Juhu, Arbeit, die macht immer Spaß. Eines meiner Pflichtfächer dieses Jahr sind Arbeitsblattstudien. Sie besagen, dass Studenten einen Nachmittag in der Woche in einer Belegschaft verbringen müssen. Wir sollen das für die Gesamtheit unseres Kurses tun, um ein Gefühl für die arbeitende Welt zu bekommen. Wir bekommen den Mindestlohn und wir müssen meist einfache Arbeit machen. Das ist echt scheiße. Die letzten Wochen habe ich jeden Dienstag und Donnerstag im Abaddon-Labor, einer Forschungsanstalt auf dem Unicampus, gearbeitet. Es ist ein Forschungslabor, das einem großen Pharmazieunternehmen so etwas Ähnlichem gehört. Oder so. Ja, egal. Sie handelten mit einer Universität einen Vertrag aus, welcher ihnen erlaubte, hier ein Labor zu bauen unter der Bedingung, dass sie jedes Semester einen Studenten nehmen. Und ratet mal, wer der glückliche Student war, der dieses Semester ausgewählt wurde, um mit ihnen zu arbeiten. Meistens lassen sie mich die Routinearbeit machen, wie Experimentiertische säubern oder unbenutztes Equipment wegräumen, wenn ich da bin. Ich darf jedoch keine PCs berühren, es ist, als würden sie denken, dass ich ein Idiot oder so wäre. Schlussendlich werde ich bezahlt. Wie immer ging ich meinen Weg über den Campus zum Labor. Ich ließ mir Zeit, weil ich es nicht eilig hatte, mit Arbeiten anzufangen. Da bist du ja, Yale, du bist spät dran. Ja, tut mir leid. Du bist in letzter Zeit oft spät dran. Ja, ja. Dass das nicht noch einmal vorkommt, okay? Ja, wird es nicht. Meine Aufsichtsperson ist ein großer Typ, der Liam heißt. Er forscht an einer Reihe von Krankheiten oder ähnlichem. Aber ich bin mir nicht sicher, was er wirklich tut. Er könnte sich auch, soweit ich weiß, mit dem männlichen Haarausfall beschäftigen, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Alles, was mich kümmert, ist, dass ich den Job für meine Noten machen muss und dass ich dafür bezahlt werde. Die Einzelheiten kümmern mich nicht. Ja, die Übersetzungen sind hier und da nicht so perfekt, aber dafür seid ihr eigentlich da. Will das Englische, wie das geschrieben ist. Boah. Wie immer arbeitete ich meinen normalen Arbeitsplan ab. Reagenzgläser beschriften, Knöpfe an Maschinen drücken, nichts übermäßig Kompliziertes. Wenn mich Leute fragen, ob ich etwas für sie tun könnte, dann mache ich es. So einfach ist das. Es war unglaublich langweilig und ich hasste davon zweifelsfrei jede einzige Sekunde. Ich versuchte so wenig Arbeit wie möglich zu machen, damit ich von all dem nicht verrückt werde. Ich habe gerade ein paar Bechergläser aufgeräumt, als Liam schon wieder zu mir kam. Aus welchem Grund auch immer fing jeder um mich herum wie wahnsinnig und mit dem schlossenen Blick an zu arbeiten. Es sah nach aus, dass ich heute nicht mehr in der Lage sein werde, auszuspannen. Hey Yale, hast du mal für einen Moment Zeit? Was gibt's? Ich brauch dich, kannst du diese Reagenzgläser für mich abwiegen und in die Zentrifuge stellen? Du musst sicherstellen, dass beide Seiten der Zentrifuge exakt gleich schwer sind. Darum solltest du ein Reagenzglas voll Wasser benutzen, um alles auszubalancieren. Benutz diese Waage und lass mich wissen,
wenn du fertig bist, damit ich es überprüfen kann, bevor ich die Maschine starte. Hast du alles verstanden? Ja, ich denke schon. Danke, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann zögere nicht, jemanden zu fragen. Ganz toll, noch mehr langweiliges Zeug zu tun. Es nervte mich, dass ich immer all diese nutzlosen Arbeiten bekam. Aber ich glaube, damit war zu rechnen. Ich war kein richtiger Angestellter. Ich war hier nur ein Kind auf der Suche nach Arbeit. Das ist aber auch keine wichtige Arbeit oder so. Sollte ich mich da wirklich anstrengen? Es ist nicht so, als würde es sie kümmern, ob ich einen guten Job mache oder nicht. Ich bin irgendwie versucht, mir noch nicht einmal die Mühe zu machen. Hier eine Demo kann man nur einen Weg auswählen. In der Vollversion kann man mehrere Wege auswählen. Abhängen und nur halbherzig arbeiten würde in der Demo-Version gehen, wenn man die Jumpline umschreibt. Da sind alle Texturen da. Bei allem anderen, da fehlt irgendwie immer ein Bild. Also, und da das hier schon eine Zwischenfrage ist und ich wieder nicht mittendrin aufhören will und das in 4K gerendert wird, beende ich die Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.